Die Kraft des Lichts nach Dr. Alexander Wunsch. Ja, diese Kraft ziert jetzt das neue Cover unseres Welt im Wandel Magazins. Und es wartet nur darauf, dass ihr es lest. Unsere Redaktion hat sich wieder viel Mühe gegeben, um eigentlich nur das Beste aus allen Sendungen zusammenzutragen. Ja, und unter anderem geht es um Selbstfürsorge nach Franziska Muri. Und auch der Erfolgstrainer Ewald Schober, er sagt, dass Glücklichsein einfach nur eine Entscheidung ist. Sie erinnern sich sicherlich auch an Walter Hege. Er spricht in diesem Heft über hexagonales Wasser. Und wer von euch natürlich in die Tiefe will, der wird viel Freude haben mit der Maria Sanchez. Denn sie sagt, es gibt einen blinden Fleck in der Psychologie, aber auch in der Spiritualität. Ja, und Clemens Kubi macht es ganz einfach. Er sagt, sei einfach, wer du selbst bist. Und ich glaube, wir teilen alle die Meinung von Dr. Katharina Klees, wenn sie sagt, dass Streiten immer nur der Liebe schadet. Und solltet ihr jetzt das Gefühl haben, nicht auf dem richtigen Dampfer zu sein, dann ist der Artikel vom Ex-Fußballprofi Michael Hillmann genau das Richtige für euch. Ja, und zu guter Letzt möchte ich euch daran erinnern, dass wir am 15. September auf euch warten, nämlich auf den Welt im Wandel Impulsvorträgen in der Kongresshalle Leipzig. Ja, jetzt ist doch der richtige Moment, um sich noch eine Teilnahme zu sichern. Und vielleicht habt ihr Glück und macht sogar noch ein Schnäppchen. Einfach auf unsere Homepage gehen, unter Shop, und ja, dann steht dem Glück nichts mehr im Weg. Und für die, die natürlich zu spät kommen, klingelt dann einfach die Tageskasse. Ich freue mich auf euch. Tschüss und bis bald.